Und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich mache heute mal so ein Opposite Green Blue Ocean Make-up Gedöns. Legen wir jetzt einfach mal los. Meine Tagespflege habe ich schon drauf gemacht. Genau, und da fange ich gleich mal an mit meiner Base. Und zwar beginne ich mit meinem Make-up Factory Make-up Base Primer. Beziehungsweise ich binde meine Haare erstmal mit so einem ultra geilen Haarreifen weg. Und mein Primer geht alle. So, während der Primer einzieht, hole ich euch mal ein bisschen näher ran hier. So, als nächstes trage ich meine Foundation auf, die mir mittlerweile schon wieder ein bisschen zu dunkel ist. Ich sollte mal mehr raus in die Sonne gehen. Ich nehme meine NYX Total Control... Total Control Drop Foundation. In der Farbe True Beige 03. Auch nicht die Ohren vergessen. Und auch nicht den Jawbone Kiefer. Kieferknochen. So, dann machen wir jetzt ein bisschen Color Correcting mit der NYX Professional Makeup Color Correcting Concealer Palette. Grün gegen Rötungen. Und Gelb gegen blaue Augenringe. Ich habe aber auch gemerkt, ich gebe diese Creme-Concealer nur noch hier relativ weit unten auf meine Augenringe, da wo die Farbveränderung wirklich auch ist. Und nicht hier direkt unter das Auge, weil das einfach immer creased, auch wenn ein Haufen Puder drauf haut. So, und jetzt nehme ich nochmal diesen beigefarbenen Ton hier unten und gebe den darüber, wo ich Color Corrected habe, damit es wieder so hauttonneutral wird. Jetzt nehme ich meinen NYX Professional Makeup HD vom Studio Photogenic Concealer in der Farbe 02 Fair und highlighte damit meine T-Zone. Jetzt nehme ich mein Fixing Powder von Makeup Factory und setze den Concealer. Jetzt ist das Konturieren an der Reihe und dann nehme ich wie immer meine NYX Professional Makeup Contour Palette und gehe ein bisschen abwechselnd in die zwei Farben. Und den Hals kontrolliere ich auch. So, da ich schon weiß, was ich mit meinem Augen-Make-up heute machen werde, kann ich Blush und Highlighter jetzt schon auswählen. Und zwar nehme ich für das Blush das Essence Blush Up Powder Blush in der Farbe 10 Heatwave. Und das ist ja so ein Ombre Blush und das hat so eine pinke und eine orangene Seite und ich glaube, ich werde die orangene Seite für Blush benutzen. Und beim Highlighter habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht und weiß auch schon, welche Farbe von den Highlightern, die ich habe, am besten passen würde. Und zwar nehme ich aus der Marikorn Palette den Highlighter Cheesh. Leute fragen mich, oh Steffi, du glitzerst im ganzen Gesicht, hast du nicht ein bisschen zu viel Highlighter drauf? Und meine Antwort darauf: So, dann konterieren wir jetzt noch fix die Nase. Dann wär's es eigentlich auch schon mit der Base, weil dafür nehme ich wieder ganz normal meine Tame & Frame Augenbrauenpomade von NYX. Und jetzt fixiere ich die Härchen noch mit dem NYX Control Freak Augenbrauengel. Und jetzt geht's weiter zum Augen-Make-up. Das Augen-Make-up soll farbig werden und auch schön farbintensiv werden. Deswegen starte ich zuerst mit einer Eye Lift Corrector Base von Make-up Factory. Als Transition Color nehme ich mir die Farbe Flodder aus der Marbicon Palette. So, jetzt nehme ich mir meine 120 Color Palette von BH Cosmetic. Okay, ich will ja so ein Gegensatz-Dingens machen. Deswegen orientiere ich mich einfach mal an den Produkten, die ich danach auf den Lidschatten anwenden will. Und der Blauton, der am besten zu der Mascara, die ich an den unteren Lidschattenkranz mache, passt, ist dieser hier. Und den gebe ich jetzt einfach mal grobflächig auf mein ganzes oberes bewegliches Lid. Für unter den Wimpernkranz nehme ich mir jetzt diesen hellen grünen Ton hier. Mische den vielleicht mit ein bisschen dunklerem Ton noch, weil das halt gut zu dem Eyeliner passt, den ich machen will. Und jetzt will ich halt diese Gegenteile machen.
Einmal, wir haben oben blau, also nehmen wir für die untere Wasserlinie auch blau. Da habe ich diesen Kajalstift von Essence in der Farbe 26 Beach Bum. So, jetzt ist der Eyeliner an der Reihe. Wir haben unten grünen Lidschatten, also machen wir oben auch Eyeliner. Und zwar nehme ich den NYX Vivid Brights in der Farbe 03 Vivid Escape. So, jetzt ist Mascara an der Reihe. Oben nehme ich ganz einfach schwarze Mascara und zwar die Catrice Glam & Doll False Lashes Mascara. Und für meine unteren Wimpern nehme ich die Miss Manga Mascara von L'Oreal in der Farbe Indigo. Ich glaube, ich habe irgendwo Lust, das Blau an den Seiten noch zu vertiefen mit einem dunkleren Blau. Jetzt klebe ich mir noch meine Ardell Natural Lashes auf. So, dann werden wir auch fertig mit den Augen. Und jetzt kommen wir eigentlich nur noch zu den Lippen. Und zwar prime ich die erstmal mit dem Make-up Factory Beautifying Lip Primer. Und während dieser Primer einzieht, mache ich noch was an meinen Augen, was ich schon wieder vergessen habe. Ich habe hier noch so Glitzersteinchen. Und jetzt kommt der vorletzte Schritt. Und zwar mache ich auf meine Lippen noch ein schönes, würdiges Gloss, weil in meinen Augen ist ja schon ziemlich viel los, wie man sieht. Und zwar nehme ich das Oh My Gloss von Manhattan in der Farbe 130 Beige Babe. Und der letzte Schritt, mein NYX Matte Finish Spray, Fixing Setting Spray. Wieso benutze ich überhaupt so viel Setting Spray? Ich mache sowieso gleich wieder ab. Mein Spiegel wäre fast runtergefallen. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wenn ihr das Make-up genauso cool findet wie ich, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr nie wieder solche Make-ups verpassen wollt, dann auf jeden Fall auf den Abonnier-Button drücken und ganz wichtig die Glocke aktivieren, damit ihr auch benachrichtigt werdet und keins meiner Videos verpasst. Dann würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dieses Video teilen würdet mit allen euren Kameraden im Internet und dann sehen wir uns nächsten Montag wieder. Bis dahin. Bye bye.